Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 15 Video. Heute war der Launch Trailer, genau vor 10 Minuten war die Premiere vom Launch Trailer und am 24. gibt es den Gameplay Trailer nächste Woche Dienstag, ich denke auch um 17 Uhr. Der Launch Trailer ist richtig geil, im Mittelpunkt ist natürlich Catalyst. Ich zeige euch jetzt erstmal den Trailer für alle, die den nicht gesehen haben. Für alle, die den gesehen haben, spult einfach 2 Minuten vor. Es gibt eine kleine Analyse, denn ich bin der Meinung, man sieht auf jeden Fall 2 Fähigkeiten von Catalyst. Und Gott sei Dank ist die ultimative Fähigkeit, von der ich ausgehe, dass sie das ist, anders als die geleakten Fähigkeiten. Da bin ich extrem froh drüber. Und diese Fähigkeiten könnten tatsächlich interessant werden. Es ist natürlich eine defensive Legende, das sieht man deutlich und leider hat sich die EA-Seite nicht aktualisiert, wo vielleicht schon die Fähigkeiten beschrieben werden. Also viel Spaß jetzt beim Trailer und danach eine ganz kurze Analyse. It has been seen. I've seen it more times than I can count. Someone loses an eye. It seems fate has finally brought us together. We spent years building this place, and you've ruined it. I can explain. I have no interest in your excuses. What is this anomaly? What are we waiting for? Let's go! This wasn't fate. This was the future you made. Wir springen direkt in diese Szene. Hier sieht man meiner Meinung nach die taktische Fähigkeit. Und zwar slowt sie jetzt diese beiden Legenden einmal kurz hochgesprungen, schmeißt ihre taktische Fähigkeit und zack, breitet sich dieses Flüssigkeitsgedöns auf, breitet sich aus, so ein bisschen wie so eine Thermitgranate seitlich und die beiden Legenden stolpern hier und werden verlangsamt. Ob die jetzt natürlich hier auf die Schnauze fallen, ob das tatsächlich im Gameplay auch so ist. Ich gehe davon aus, du läufst durch und wirst extrem langsam und bist natürlich ein verdammt einfaches Ziel dann wahrscheinlich. Einfacher, als wenn du unter Beschuss stehst und verlangsamt wirst. Aber das klingt für mich schon mal nach einer ultra starken taktischen Fähigkeit. Und nun kommen wir zur ultimativen Fähigkeit. Die ist echt interessant. Vorab, geleakte Fähigkeiten gab es ja Gameplay auf der Firing Range, war es so, dass sie wirklich im Stand, wie bei der taktischen Fähigkeit von Horizon, nach oben sich katapultiert, wie auf so einem Flüssigkeitsturm, der immer fester wird. Und dann hast du halt einen High Ground, der relativ schmal ist, den du auch zerstören konntest. Und Gott sei Dank ist es das nicht geworden, weil das war echt eine langweilige ultimative Fähigkeit gewesen.
und jetzt haut sie hier einfach eine verdammt fette, breite und hohe Wand dahin, die man allem Anschein nach nicht durchbrechen kann. Weder mit Munition, schon gar nicht mit Octane. Diese Szene fand ich ultra witzig. Er bleibt einfach drin stecken und kommt nicht weg. Er ist quasi so ein einfaches Ziel. Du kannst extrem geil wahrscheinlich Wege versperren, um Rotationsmöglichkeiten der Gegner einfach zu verhindern. Stellt euch mal vor, es gibt nur einen sehr, sehr schmalen Weg. Die Zone kommt auf euch zu, inklusive einem Squad. Du haust da diese ultimative Fähigkeit hin und die Gegner kommen dort nicht durch und die Zone frisst einfach die Gegner. Natürlich ist es relativ simpel zu kontern mit einem Jump Pad, mit einer Q von Horizon und so weiter, einer Wall, kannst drüber springen, drüber fliegen und so weiter und so fort. Aber es klingt schon echt interessant. Also, ich bin auf den Gameplay-Trailer extrem gespannt. Nächste Woche Dienstag ist es soweit. Schreibt schon mal in die Kommentare, was haltet ihr jetzt vom Ersteindruck der Legende, jetzt wo man schon mal so ein bisschen munkeln kann, wie die Fähigkeiten jetzt tatsächlich werden. Das war's schon wieder von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.